zusammen und herzlich willkommen. Wer hämmert da so laut rum? Ja? Ach, zu einer neuen Runde S5. Hallo. Ja, diesmal auch mit dem Castcrafter. Hey! Ja, hey. Wir hatten uns eigentlich ein paar Strafen für dich überlegt. Also, dass du zum Beispiel im Zaun stehen musst, eine Folge. Im Zaun stehen? Ja, einfach so eingebaut. Du darfst dich nicht bewegen und musst da rumstehen. Ja, das ist gut. Kannst League of Legends zum Beispiel. Oh, jetzt ein Mini-Zombie! Und ich meine, ich hab hier gerade nämlich irgendwas gehört. Das war ich. Ja. Nee, komm mal hier zu mir hoch, Peter. Komm mal hier hin und sag mir, was du hörst. Warte. Ich weiß nicht, ob du es schon hörst. Ah. Guck mal hier runter. Oh, was ist das denn? Ein Oger. Verfickter Feueroger. Ach krass, was war der denn da? Oh Gott. Ich weiß nicht, ich wieso. Ich habe gemacht mit dem. Ja, ma. Feuerpfeile bringen aber nichts. Oh Mann, ich hab gedacht, der Oger geht voll auf dich drauf. Mein Loot. Nein. Oh, der ist schon tot. Mich. Oh, guck mal da. Ich kann auch nicht rennen. Hilfe. Oh Gott, ich muss hier weg. Da ist noch ein Creeper. Da ist noch einer auf mich aufmerksam geworden. Nein! Wer war das denn? Wer war das denn? Ja gut, bin ich zumindest voll. Das ist schon mal gut. Lucky Bow, man. Töte mal lieber den Creeper hinter hier, Peter, hinter dir. Ah, wie du schon. Ah, da ist noch einer. Ja, Alter. Peter? Triffst du jetzt auch mal, oder? Na klar. Nee, oh nein. Haha, untot. Lol. Du wurdest knusprig, sehr gut. Dann müssen Peter den Bogen wegnehmen. So, ja, wir wollen ja eigentlich ein Lager bauen, ne? Aber wo? Ist die große Frage. Was kann ich damit bauen? Keine Ahnung, guck mal. Oder einen verzauberten Bogen, das Skelett. Das Skelett hat einen verzauberten Bogen. Hoffentlich macht der keinen Feuerschaden. Stirb. Ach, gut. Genau, ein Lager bauen, ne? Da muss auf jeden Fall mal der Heiko kommen und sagen, was er will. Wir haben ja auch mal einen Chunklauder hingestellt, damit die Felder mal wachsen. Was auch vorzüglich geklappt hat, ehrlich gesagt. Ja, alles voll. Ja. Weil ich wollte ja eigentlich hier mit dem Schloss an den Dingens ran, an den Fels, ne, hinten. Deshalb, ich würde, glaube ich, einfach erstmal hier so eine Plattform bauen. Haben wir schon Builder spawned? Zwei Stück habe ich. Ah, sehr gut. Hast du schon gefunden, ne, in der ersten Kiste, die du gesehen hast, ne? Genau, und eine Portalgun. Die gibt es zwar gar nicht hier, aber ich habe die schon mal. Und da war sogar ein CS-Messer auch noch drin. Im Lucky Block, muss ich mal da vorstellen. Gutschein für ein CS-Messer. Genau. Schon krass, dieser Lucky Blocks-Mod, ne? Aber mein CS-Messer, das wird nicht so gut angenommen, weil die Preise gerade im Keller sind. Ja, ist das so? Ja, leider schon. Ja, toll. Und ich hätte so gerne alles verkauft, wäre richtig reich. Für 3000 Euro, ne? Ja, für 10. Aber die Kommentare unter der Folge sind der Wahnsinn, ne? Ja. Ja, was da manche glauben, was so ein Messer wert ist, echt der Hammer. 2 Millionen Euro ist das wert. Ja, 3000 Euro! Weißt du, das stimmt aber überhaupt gar nicht. Ja, das teuerste Messer, was mal verkauft wurde, ist für fast 25.000 weggegangen. Ja, aber dann war da wahrscheinlich von einem Scheich, der das unbedingt haben wollte, ein ganz seltenes. Ja. Der hat sich gedacht, so, ach, 25.000 nur? Na, hol ich mir. Boah, das habe ich ja verdient beim Blinzeln. Ja. Eben, ich gehe mal kurz kacken. Ah, kann mir wieder ein Messer holen. Genau. So, wie viele Leute auch glauben, wie es bei YouTubern ist. Was aber auch nicht stimmt. Ja, das stimmt wohl. Ich muss zweimal kacken. Nein, Quatsch. Da brauche ich schon Verstopfungen. 4 Monate lang, dann passt das. So, ich mache gerade übrigens Hühner, ne? Du machst Hühner? Ja. Wie geht das denn? Aber wir haben richtig viele Eier. Okay. Ja, 6 Stück. Nee, ich habe noch welche, noch andere. Okay. Wir brauchen aber noch irgendwo eine Hühnerpresse oder einen Hühnerbräter, weil momentan habe ich nur eine Ausbrutmaschine. Ja, ne? Das stimmt. Uah. So. Habt ihr schon Platz fürs ME-System oder fürs Lager, erster? Ja, komm mal hier rauf. Ich baue hier gerade so eine Plattform. Dann müssen wir natürlich später auch noch ein Gewölbe drunter bauen oder so, ne? Ein Gewölbe? Irgendwas Geiles. Also. Geil. Nicht nur so ein einfach jetzt hier eine Mauer hin und dann ist halt da der Boden. Also, das fände ich ein bisschen läppsch so. Soll ja auch episch werden, oder? Das stimmt, geil. Oh, ist ein Schwein. So, hab lass ich noch mal, Steine. Das läuft hier nur rum und guckt. Warte, wo bist du da? Ah, ich sehe schon. Ey. Hau ab. Die alten Eier wieder hier, ne? Ah, guck mal hier. Ja, guck mal, 2 Stück werden gespawnt. Oh, du kannst ja viel besser die Eier ausweichen als in S1. Mein Gott. Ja, ne?
Ah, guck mal, ich duck mich sogar noch. Nein, ich will nicht hier runter. Hopp, wie viel hast du denn? Ja, da waren ein paar drin. Wir brauchen wieder einen Desktop, der die automatisch schießt. Ja, wir brauchen so eine Wand, ne? Ja. Hau jetzt ab mit deinen scheiß Eiern! Ich schlag dir jetzt kaputt, wenn ich dich krieg, ey. Nein, der will ich kaputt machen. Lol, weißt du, Hauptsache ich drück 3, damit ich ein Messer raushol. Hau den kaputt jetzt. Guck mal, weißt du? Haut er mich kaputt, krass. Unverschämtheit, ey. Aber ich hab gar nicht so viele. Guck mal, die Hühner machen die Felder kaputt, glaube ich, ne? Peter? Wo ist denn mein Grab? Ach, da. Nee. Mann, lass mich jetzt hier dran. Ich zerschneid die Eier in der Luft. Oh nein, wie viele Eier habe ich denn noch? Nein. Doch, mein, wie viele Hühner hier sind auch, weißt du? Nicht kaputt hauen, nicht kaputt hauen. Für Essen, wenn die groß werden. Ja. Okay, also gackert das jetzt hier die ganze Zeit oder was? Haben wir irgendwo noch ein bisschen Kobbel für mich? Bestimmt. Boah, Kobbel! Oh, da sind noch viele Eier, ohne Witz. Boah, jetzt, ey, wie laut das hier ist. Der Vogel auch noch so. Geht voll ab. So, alles cool wieder, bin wieder eierlos. Eierlos. Da kommt mein Junge. Los. So, ich brauch Kobbel. Jetzt haben wir eine Hühnerplage, das ist doch mal geil. Eine Hühnerplage. Ach, hier hätten wir die reinschieben können, ne? Jetzt kannst du alle anderen kaputt hauen, Peter. Oder Ted. Was, Ine? Ich bin oder beschäftigt. Heiko. Oder Heiko. Oder Heiko. Kann ich aber die XP haben, die da rauskommt? Okay, nein. XP raus. Oh. Sind denn unsere Büsche gewachsen aus der letzten Pass auf, Folge? Pass auf. Die sind noch nicht erfahren genug. Ja, Heiko. Hier, Heiko, guck mal, du hast auch noch nicht unsere Busch leer gesehen, oder? Nee, ich will muss mal Busch gucken. Auch gar nicht sehen. Nee, echt nicht. Schade. Guck mal bei unseren Büschen nach. Aber die Büsche sind nicht so gewachsen. Ich glaube, der Chunkloader geht nicht so weit. Ich mach den mal auf volle Pulle. Ja, mach den auf Ultra. Mach den auf Serverlag. Kannst du mich einstellen? Groß, größer, Maximum Serverlag. Alles, ne? Ganze Bibel geladen. Okay, 10 Chunks. Ne, Radius 10, 361 Chunks. Ist das okay? Ich mach wäre niedriger. 360 Chunks, mein Gott. Das könnte ich eigentlich mal bei Mark machen, weil dann würde ich dieses Taints-Gebiet ausbreiten und die ganze Stadt verseuchen. Das fände ich lustig. Mach doch mal. Das fände ich voll lustig. Oder kann ich das Taints-Gebiet auch abbauen? Boah, das muss ich mal ausprobieren. So, was brauchen wir denn hier noch? Genau, ME-System sagst du, ne? Ja, Heiko, bist du dran? Nee, ich mach gerade noch meine Felder. Genau, und dann machst du schön Lager immer. Eben. Ich war lange nicht da, ich muss die nachpflegen. Ich habe übrigens ein bisschen Gold gesammelt, ne? Wie viel hast du denn? Ja, zu wenig noch. Also wir brauchen, eigentlich müssen wir auch mal irgendwie auf Erkundung gehen und ein bisschen Gold sammeln. Ja, wir können ja gleich mal unten hardcore farmen alle zusammen. Ich meine, den Mineneingang haben wir ja schon. Das wäre gut. Habt ihr nicht Essen? Nee, wir haben kein Essen. Das musst doch, du machen. Kartoffeln hatten wir ganz viel. Das gehört zu deinem umfangreichen Strafenkatalog. Ja? Essen machen. Jetzt essen, wir haben Hunger. Oh, ich habe noch ganz viele Kobel gefunden. Wir wollen aber Burger, Heiko. Ja, dann müsst ihr Ratten fangen. Das gehört nicht mal auch ganz bereich. Doch, das gehört dazu. Nee. Der Rattenfänger von Hako. Guck mal, Peter, so. Peter, guck mal. Was ist denn los? Nicht übers Feld, nicht übers Feld. Nee, mach ich sowieso nicht. So, wie viel ein paar Brote gemacht? Ja. Ja, nice. Geil. Wo ist der Tät? Hier oben. Ich richtig viel Brot zu meinen, noch mehr zu meinen richtig vielen Kartoffeln. Tät. Ah, gib mal. Ja, danke. Hier Brötchen, yay. Hab ich schon. Mehr kann ich nicht tragen. Kannst du mir mal helfen hier? Bleib mal schön hier. Komm mal her. Ne, warte, ich mach doch produktive Sachen. Produktive Sachen. Weißt du, kannst auch nicht was benennen, was er macht. Da soll ich jetzt glauben, dass das produktiv wird, also. Oh, ein Vogel von Dr. Zangs. So, oh, ein Vogel. Peter beobachtet die Singvögel. Und schreibt auf, wie viele er sieht, wovon. Und welche Farbe und so. Kennt man ja, ne? Eben. Für die Statistik, ne? Machst du gerne. Ja, eben. Certainly. So, was brauchen wir denn? Aber für diese Unmengen an Storage-Busses brauchen wir auf jeden Fall ME-Controller, ne? Ja. Dafür brauchen wir auf jeden Fall auch... Worauf ist denn aus, Peter? Ganz viel. Ach du Scheiße. Ja, fang mal an. Scheiße. Mach was Produktives, Peter, fang an.
Ich brauche ganz viel Eisen, das muss wieder zurücklaufen. Alter, ist das behindert. So, also man kann aus diesen Eisenblöcken, kann man diese Pressen bauen, weißt du? Die Pressen. Ja, Frali. Das haben wir letztes Mal schon rausgefunden. Oh, da kommt der Creeper vorbei. Warum? Alter. Da hinten spawnen richtig viele Creeper in dem Busch. Warum? Raum. Ja, weiß ich nicht. Denn? Ja, mach doch, mach einfach mal Tür zu, vielleicht. Ja. Einfach mal Tür zu machen. Ja, weil das ist kacke, wenn der das ganze Treppenhaus da zersägt, also... Oh Mann, ey, oh Mann, da ist so viel los. Dafür war das zu mühselig. Könnte, kann gerade... Boah, wir haben nur noch 6 Gold, also wir müssen unbedingt mal runter. Ja. Und Memo an mich, nicht alle Sachen in die Schmiede werfen. Ja, wär schlau, ne? Weil wir haben jetzt richtig coole Barren, so Invar-Ingot ganz viele, Electrum-Ingot, Bronze... Aluminium, Brass. Also richtig viel, muss ich schon sagen. So. Puh. Ach so, lol. Was denn? Ja, dieser Beacon gibt mir Fähigkeiten. Du wirst schneller. So, warte mal. Packen wir das Eisen mal hier rein. So. Auf jeden Fall kümmere ich mich so ein bisschen um die Stromversorgung des ME-Systems. Ja. Nicht so viel Technik. Nein, das ist ja nur im Hintergrund. Das ist im Background. Es gibt auch ein Modpack jetzt Vanilla Plus, oder wie das heißt. Mhm. Und was ist das? Das ist im Grunde fast Vanilla. Mit dann Carpenter-Mod, mit dem Küchen-Mod. Also da, wo halt überall noch coole Blöcke kriegst zum Dekorieren und so ein Scheiß. Ah. Das war gar nicht so schlecht. Ja, und so ein bisschen halt Style-Zeug, ne? So Burger essen dann und so ein Kram wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Also eigentlich ganz cool. Richtig viel Stil. So, warte, wir brauchen eine Press. Aber so ein ganz klein bisschen Technik finde ich ja dann doch gut. Ja, so ein bisschen auf jeden Fall, weißt du? Braucht er nicht übertreiben. Übertreiben? Das machen wir nicht. Das Loch hier hinten, ne? Oh. Ist ja nicht S4 hier. Oh, ich sehe gerade, man kann die gar nicht... Ach, man kann die nur kopieren. Lol. Das ist ja ein bisschen blöd, wenn ich ehrlich bin. Ach so, die Presses, oder was? Ja, die muss man echt finden. Ja. Nein. Und wir haben jetzt 3. Ja, dann such doch mal eben eine. Okay, das können wir auf unserem großen Beutezug machen. Bestimmt. Wir gehen natürlich nach unten und natürlich weit weg. Und da finden wir natürlich unten so ein Ding, ne? Ist klar. Ja klar, Asteroiden können immer sein. Ja, auch im Boden, aber da ist er natürlich schwer zu finden, ne? Ja, im Boden auch. Also wenn ich da meinen Kompass mit hab und der auf so ein Ding zeigt... Ja, dann lübt das auf jeden Fall. Dann lübt das. Okay, dann lübt das. Bin ich ja mal gespannt. So. Aber warte mal, währenddessen kann ich noch ein paar Solarpanels bauen. Sofern das funktioniert. Oh, da brauche ich Silikon und Electrical Steel. Du musst ja alles jetzt machen. Haha. Ha. Also Silikone habe ich, Electrical Steel glaube ich nicht. Also ich baue da lieber ein bisschen her. Also das ist schon angenehmer. Ja, ich merke das schon. Boah, da brauche ich ja pulverisiert Kohle. Komm noch mal rüber, ich habe sonst nichts zu tun. Pulverisiert Kohle? Wir brauchen pulverisiert Kohle. Pulverisiert Kohle. Wir brauchen. So, Eier sind auch... Boah, da hinten sind immer neue Gegner drin. Ist doch gut. Ey. Was? No shots fired, please. Was willst du? Ja, irgendjemand hat gerade mich geschossen. Nein, ich hab hier so ein Ding abgeschossen. Wie nennt sich sowas? Das Haku. Ding mit den Knochen? Heiko. Skelett. Müller. Thomas Müller. Ist das auch so ein Ding mit den Knochen? Nee, der Muskellose. Wird er doch auch genannt. Der braucht ja nur Muskeln in den Beinen. Eben. Das ist ja egal. Aber auch da hat er jetzt nicht ganz so krass viele, also. Na, reicht wahrscheinlich, ne? Ja, das sagt ja nicht viel aus, also. Wahrscheinlich läppsch. Eben, ist für ihn voll läppsch. Wenn er mal richtig abzwirbelt mit seinem Fuß. Er sagt Bescheid, so. Wenn wir in dem Bereich des Folgenende kommen, weil wir haben noch Lucky Blocks. Ja, also wir sind jetzt bei 15 Minuten. Dann sollten wir die jetzt öffnen. Ja, jetzt schon? Ja, okay. Oder wir öffnen die jetzt und Anfang nächster Folge ein.
Und am Ende nächster Folge, weil wir müssen das ein bisschen sparen. Wer macht denn jetzt auf? Ich. Okay, ja genau. Heiko war nicht da, weiß aber, dafür kriegt er jetzt das Belohnungsrecht den ersten. Krass. Wo machen wir das? Hier hinten am Ausgang wieder oder wo? Also ich wäre dafür, dass ich alle aufmachen darf. Weil nix, hau mal ab, ey. Am Arsch, da haben wir ja nichts zu lachen. Wo seid ihr denn? Ihr seid irgendwo. Ich habe noch eine Belohnung, dass ich nicht da. Ach, ihr seid unten. Seid ihr oben? Hä? Wo bist du denn? Hier oben. Hier oben. Ich kann dich nicht sehen. Oben, wo die meisten Blöcke schon explodiert sind. Wo denn? Ach, da unten drin ist. Nein, hier oben. Hier oben, hier oben, hier oben. Komm, Hako, hier, wo riesiges Loch war. Ach, da. Jetzt muss ich extra dahin. Jetzt muss ich extra dahin laufen, weißt du? Gib. Ja, warte, ich will auch kommen. Ich muss kommen. Sekunde. Ja, Heiko braucht wahrscheinlich noch 10 Minuten. Ja, der muss eh wieder dann ein riesiges Ritual aufbauen. Komm, wir machen das schon mal in der Zeit. Nicht groß. Ne? Das muss natürlich also alles weg, ne? Ist wichtig. Nee, ich brauche nur Blöcke. Ich kann dir welche geben. Passt schon. Aber die Rituale, die müssen auch schön aussehen. Da muss in der Mitte mal ein anderer hin. Ja, okay, das können wir machen, weil da ist eh der Lucky Block drauf. Achtung, weg. Ich gehe da lieber weg vom Heiko. Ja, die komm, Knochen, mach. Die Knochen symbolisieren den Tod. Ja. Ah, Pferde! Tod den Pferden! Tod den Pferde. Nein! Wir haben noch Sättel. Ach, guck mal, hier sind 3 Zombie-Pferde. Ja, die können wir auch noch. Ja, die Zombie kann man nicht zähmen. Und sogar Skelettpferde. Kann man die zähmen? Nee. Auch nicht. Ja, scheiße. Okay, Peter. Oh, Mann. Mach du den nächsten. Haben wir dann 2 Stück haben wir noch, ne? Ne, dann machen wir aber Anfang nächste Folge. Ah, okay. Alles klar. Stimmt, wir müssen ja ein bisschen sparen, ne? Ja, wir haben nicht mehr so viel, leider. Müssen die Kosten gering halten für die Folgen, ne? Gut, Leute. Aber, ne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.